So, guten Tag, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren. Das Thema der heutigen Vorlesung hatten Sie vorher schon kurz auf den Folien gesehen. Das ist was anderes als das, was Sie jetzt gerade sehen. Konstruktoren und Methoden ist das Thema, mit dem wir uns heute zum großen Teil beschäftigen werden. Aber ich möchte vorher noch mal eine ganz kurze Wiederholung und Ergänzung zum Stoff der letzten Vorlesung. Da hatten wir uns ja mit Typen und Variablen beschäftigt und insbesondere gegen Ende der Vorlesung mit Objektvariablen oder Referenzen. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, Objekte werden im Speicher als Referenzen abgelegt. Also Objekte sind Referenzvariablen. Und was bedeutet das? Schauen wir uns hier nochmal kurz an dem Beispiel an. Also wenn Sie ein Objekt anlegen des Typs Vektor 2D, dann wird irgendwo im Speicher, hier in Adressen 17 und 18, werden die Attribute abgelegt. Aber das eigentliche Objekt ist eine Referenz auf dieses im Speicher abgelegte Ding hier, diese sogenannte Objektidentität. Das heißt, Ihr Objekt POS von diesem Typ Vektor 2D, die Variable, die ist nicht hier diese beiden Dinge, sondern das ist eine Variable, die an einer extra Speicherstelle im Speicher liegt und die eine Referenz enthält auf die eigentliche Objektidentität, also wo die Attribute abgespeichert sind. Also das heißt, Sie haben hier so einen Zeiger, oder der angibt, wo, an welcher Adresse, wo im Speicher Ihre eigentliche Objektidentität liegt. Also Sie haben diese Art von Indirektion. Und das wird deshalb gemacht, weil eben dann so eine Referenz, die passt in eine Speicherstelle bei den Objektidentitäten, die können ja sehr viele Attribute enthalten und deshalb auf mehrere Speicherstellen aufgeteilt werden, und dann wäre es schwieriger, mit den Dingen direkt umzugehen. Okay, das hat ein paar Konsequenzen beim Programmieren, das haben wir uns auch schon kurz angeschaut. Hier oben haben wir die Situation, dass wir drei Objekte haben vom Typ Vektor 2D, P, Q und R. P haben wir ein neues Objekt angelegt, Q auch einen neuen Vektor. Und R weisen wir dann einfach P zu. Schauen wir uns das nochmal an hier. Also P ist ja eine Objektreferenz, enthält den Wert 17. Also die eigentlichen Attribute, die Objektidentität ist hier ab 17 abgelegt. Sehen Sie auch dieses 2035, steht hier im Speicher. Dann haben wir Q angelegt, Objektreferenz auf die 20. Hier stehen dann die Werte von Q im Speicher, also die Attributwerte. Und R gleich P sorgt dafür, dass kein neues Objekt angelegt wird, sondern diese Objektreferenz R den gleichen Wert annimmt wie P. Das heißt, R zeigt auch auf diese 17 hier und damit auf die Objektidentität von P. Und was passiert jetzt, wenn wir eine Zuweisung machen? Wenn wir P jetzt zum Beispiel Q zuweisen, dann wird einfach hier die Objektreferenz überschrieben, so wie das sonst bei Variablenzuweisungen auch ist, aber hier jetzt eben dann die Objektreferenz. Das heißt, hier haben Sie jetzt statt 17, 20 drinstehen und dieses P spricht dann diese Objektidentität hier an. Also, was haben wir? Mehrere Objekte, mehrere Referenzen können auf dieselbe Objektidentität verweisen, und die Objektidentität wird durch eine Zuweisung nicht verändert. Und das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an einem Beispiel hier nochmal an, in einer anderen Darstellung. Also hier haben wir jetzt den Speicher etwas zerpflückt. Also hier auch stehen Sie auch die Nummern 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, die vorher so von links nach rechts geschrieben waren. Jetzt habe ich so aufgemalt, dass hier links die Referenzen sind und rechts die Objektidentitäten. Und also hier haben wir dieses 17 wieder der Pfeil, wo das hinzeigt auf diese Objektidentität. R ist auch diese Objektidentität und so weiter. Und jetzt machen wir wieder die Zuweisung P gleich Q. Was passiert dann? Diese Referenz, die vorher auf 17 gezeigt hat, enthält den Wert von Q, also 20, sehen wir hier drüben, und zeigt danach eben auf diese untere Objektidentität. Gut, also bei Zuweisungen von Objektvariablen werden nur die Objektreferenzen verändert und nicht die Inhalte von den Objekten, also nicht die Attribute werden da modifiziert, durch so eine Zuweisung wie P gleich Q hier oben. Schauen wir uns jetzt einen anderen Fall an, was passiert, wenn wir Attribute verändern. Also wir haben wieder die Situation wie vorher. Wir wollen jetzt das Attribut p.x verändern und das auf 7,5 setzen. Also schauen wir, was passiert. Hier ist p. Also hier von diesem Objekt aus suchen wir das Attribut x, das zugehörige. Da können wir einfach dieser Referenz folgen.
haben hier dann das Attribut x und hier verändern wir den Wert auf 7,5. Das heißt, jetzt haben wir die Änderung in der Objektidentität. Das heißt, hier steht jetzt auf einmal 7,5 dann drin, so wie man es erwarten würde. Aber das hat eben noch eine andere Konsequenz. Wenn Sie sich anschauen, was ist denn jetzt der Wert hier von r.x? R zeigt ja auch eine Objektreferenz, die auf dieselbe Objektidentität verweist. Das heißt, wenn Sie jetzt sich anschauen, was r.x ist, dann hat das auch seinen Wert verändert und ist jetzt auf einmal auch 7,5. Obwohl Sie eigentlich ja nur die Zuweisung p.x gemacht haben und von da vermuten können, dass sich auch nur in p das x verändert hat, aber dadurch, dass eben diese beiden Referenzen auf dieselbe Objektidentität verweisen, ändern Sie automatisch auch diesen Wert vom Attribut x in r mit ab. Okay, also das ist eine wichtige Sache hier bei dem Speichermodell von Java, die Sie im Kopf behalten müssen, also die sich auch unterscheidet von primitiven Variablen, primitiven Typs. Wenn Sie da was umschreiben, wird nur die eine Variable verändert und nicht die andere Variable. Also Sie können bei Zuweisung von Objektattributen auch die Attribute von anderen Objekten verändern, die eben praktisch zufälliger oder Referenzen, die zufälligerweise auf dieselbe Objektidentität zeigen. Und dieser Effekt nennt sich Aliasing. Das heißt, Sie haben eine Objektidentität, die unter verschiedenen Namen angesprochen werden kann. Also Sie können hier diese Objektidentität sowohl unter dem Namen P ansprechen, als auch unter dem Namen Q. Und diese Überlappung, das sind eine Sache, mit mehreren Namen angesprochen werden kann, das nennt sich eben Aliasing, dieser Effekt. Und das muss man ein bisschen im Kopf behalten bei der Programmierung mit Objekten, dass solche Dinge auftreten können. Gut, dann noch ein paar kleinere Dinge, die noch fehlen zu Typen und Variablen. Es gibt noch eine spezielle Konstante 0, das ist auch ein Schlüsselwort in Java, und das ist auch eine Objektreferenz, eine Objektvariable. Also eine Objektvariable kann den Wert 0 annehmen, und was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass kein Objekt da ist, also keine Objektidentität, und das können Sie eben damit anzeigen. Also zum Beispiel, wenn Sie noch keine mit new angelegt haben, dann steht hier die Objektidentität, dann steht hier 0 drin. Und wenn Sie 0 irgendwie hier gespeichert haben, können Sie auch nicht auf Attribute zugreifen, dieser Klasse Vektor 2D oder dieses Objekts P, weil eben das Objekt, das eigentliche Objekt noch gar nicht da ist. Also 0 ist so ein Wert, der anzeigt, kein Objekt vorhanden, so ein zusätzlicher Wert. Und wenn Sie eben jetzt so eine Objektidentität erstellen wollen, müssen Sie den new-Operator verwenden. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, Konstanten zu deklarieren, außer denen, die vielleicht schon irgendwo vorhanden sind. Also das geht ähnlich wie bei der Deklaration von Variablen, bis auf das, dass man anzeigen muss, dass dieses sich jetzt eben bei dieser neu deklarierten Sache nicht um eine Variable, sondern um eine Konstante handelt. Und das wird durch dieses Schlüsselwort final angezeigt. Also final bedeutet sowas wie, da ändert sich jetzt nichts mehr dran an diesem Wert, der ist endgültig final. Also wenn Sie hinschreiben final, hier unten zum Beispiel float gravitation earth, gleich 9, irgendwas, dann haben Sie damit die Konstante gravitation earth vom Typ float deklariert und die hat den Wert 9,8. Und die können Sie dann im Weiteren verwenden, genau wie eine Variable. Was heißt genau wie? Also Sie können sie auslesen, aber Sie können eben nicht dieser Variable einen neuen Wert zuweisen. Also jede neue Zuweisung an diese Variable wird Ihnen der Compiler melden, dass das nicht möglich ist, weil es sich hier um eine Konstante handelt. Okay, ich möchte jetzt eine Sache hier, die mir noch eingefallen ist, hier noch ganz kurz eine Frage Ihnen stellen. Was passiert denn jetzt hier? Also, was haben wir gemacht? Hier haben wir dieses Attribut überschrieben. Wir haben zwei Referenzen, die auf diese Objektidentität zeigen, eine auf die untere. Nehmen wir an, wir machen jetzt so eine Zuweisung Q gleich P. Was wird dann passieren? Dann ist es so, dass hier dieser Zeiger praktisch auf diese Objektidentität hier nach oben wandert. Also der geht dann auch auf die 17. Wir haben dann drei Pfeile, die auf diese 17, also auf diese obere Objektidentität gehen und gar keinen mehr, der auf diese untere Objektidentität fällt. Was passiert denn dann? Sie haben sich, glaube ich, zuerst gemeldet.
Richtig, genau. Also Sie sagen genau, diese Objektidentität wird gelöscht, die wird vom Garbage Collector eingesammelt, das ist richtig. Also wenn Sie hier diesen Pfeil nach oben verbiegen, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, auf diese Objektidentität irgendwie zuzugreifen. Die sind praktisch verloren gegangen. Also Sie haben da keinen so einen Pfeil mehr, der Ihnen drauf zeigt und der Ihnen erlaubt, da wieder hinzukommen an diese Stelle. Und das ist dann praktisch Speicherplatz, der auch von Ihrem Programm nicht mehr benötigt wird in Zukunft. Und der wird von Java automatisch für Sie wieder freigegeben durch ein Verfahren, das sich Garbage Collection nennt und das in bestimmten Abständen eben über Ihren Speicher drüber läuft und schaut, ob es solche verwaisten Objektidentitäten gibt, die von keiner Referenz mehr adressiert werden. Und dann werden die von diesem Garbage Collector gelöscht, wenn solche Dinge gefunden werden. Gut, also das kurz als Anmerkung noch hier. Okay, damit sind wir am Ende von dieser Wiederholung. Nochmal ganz kurz Zusammenfassung zu Typen und Variablen. Also bei Typen haben wir 8 elementare Datentypen in Java, so Integer, Float, Double, Boolean und so weiter. Und mit Klassen können Sie eigene Datentypen definieren oder deklarieren, die eben komplexere Datendarstellungen ermöglichen. Also die elementaren Datentypen sind ja eben nur praktisch ein Zahlenwert oder ein Zeichen oder ein Wahrheitswert, und wenn Sie komplexere Dinge daraus machen wollen, wenn Sie mehrere Integer, Float oder irgendeine Mischung von diesen haben wollen, dann schreiben Sie dazu eine Klasse, mit der Sie dann einen komplexeren Datentyp definieren können. Gut, dann noch zu Typen wichtiges Stichwort hier: zu jedem Datentyp sind Operationen und Methoden verbunden. Bei den eingebauten Datentypen, also diesen elementaren Datentypen, da haben Sie dann bei Integer eben zum Beispiel Plus, Mal und so weiter als Operationen. Bei den selbstdefinierten Datentypen, also den Klassen, da haben Sie Methoden, die Sie eben selber schreiben müssen, die auf diesen Objekten arbeiten. Gut, dann Variablen sind Namen für Speicherplätze, können durch Zuweisung verändert werden. Dann wichtig ist die Unterscheidung zu Objektvariablen, die eben Referenzen sind. Das heißt, Sie haben immer diese Unterscheidung Referenz, Objektidentität, und die eigentliche Objektvariable ist eben dieser Pfeil oder diese Adresse von der Objektidentität. Und es gibt noch diesen speziellen Objektwert 0, der für kein Objekt steht. Das sind hier so die wichtigen Dinge. Gut, ich denke, wir machen gleich weiter dann hier mit den nächsten Teil der Vorlesung, Konstruktoren und Methoden. Also überlegen Sie mal kurz, was hatten wir bisher? Wir hatten variablen Typen, da ging es eher um die Frage, wie modelliere ich Daten? Also wie kann ich meine Daten so strukturieren, dass sie für meine Problemmodellierung bestmöglich geeignet sind? Und wie gehe ich dann eben mit solchen Dingen um, wie diesen Objekten, Klassen, die man dazu eben benötigt, um diese Daten zu modellieren? Die andere Frage ist natürlich, wenn wir die Daten haben, wollen wir irgendwie auch damit arbeiten. Wir wollen irgendwelche Dinge darauf berechnen, auf diesen Daten. Und die Berechnungen, das wissen Sie auch schon, haben Sie schon gehört, die findet innerhalb von Methoden statt, die wir in den Klassen definieren. Und dann gibt es noch eine spezielle Art von Methoden, das sind die sogenannten Konstruktoren, mit denen wir heute beginnen. Aber wie gesagt, das ist ein Spezialfall nur von Methoden. Und schauen wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Also Konstruktoren. Was wir bisher relativ häufig hatten, waren solche Fälle, dass wir irgendwie ein Objekt mit new angelegt hatten und dann die Attribute initialisiert. Also hier zum Beispiel so ein Vektor, zweidimensionaler, der eben x- und y-Koordinate hat, erstmal Objekt angelegt, dann die Attribute initialisiert. Und das ist schon eine häufige Sache, dass man ein Objekt anlegt und dann erstmal eben definierte Werte in dieses Objekt reinschreiben möchte. Dass es dafür eine spezielle Methodik gibt, wie man diese Objekterzeugung und Initialisierung der Attribute gemeinsam erledigen kann. Okay, also Objekterzeugung, Initialisierung, Attribute treten fast immer gemeinsam auf. Immer wenn Sie ein Objekt erzeugen, wollen Sie eigentlich auch die Attribute setzen. Und das Problem ist, wenn Sie das eben hier in Ihrem Programmcode in mehreren Schritten machen müssen und nicht gezwungen werden, das in einem Schritt zu machen, dann besteht eben die Gefahr, dass Sie vielleicht vergessen, ein Attribut zu initialisieren. Und das Problem ist vielleicht dann am gravierendsten, wenn Sie sagen, ja, Sie haben hier diese Klasse Vektor 2D und möchten die verändern. Sie möchten vielleicht noch irgendeine Zusatzinformation zu diesem Vektor speichern, vielleicht eine Farbe, in der auf dem Bildschirm dargestellt wird.
Und wenn Sie dann diese Klasse Vektor 2D modifiziert haben, dann ist es so, dass danach eben an irgendeiner anderen Stelle, wo eben dieser New Vector Aufruf steht, diese Initialisierung von der Farbe eben nicht vorhanden ist. Das heißt, Sie müssten dann durch Ihren Programmcode gehen und überall eben die entsprechenden Stellen auch wieder verändern und modifizieren. Also deshalb ist es eigentlich sinnvoll, diese Dinge zusammenzufassen, dass die eben immer auf einen Schlag erledigt werden und auch an einer Stelle im Programmcode passieren. Weil sonst, wie gesagt, haben wir das Problem, Attribute können nicht initialisiert sein, weil es der Programmierer vergessen hat, und dadurch bekommt man dann in undefinierte Objektzustände. Und deshalb eben dieses Konzept der Konstruktoren, die die Objekterzeugung und Initialisierung zusammenfassen. Also nochmal ein paar Stichworte dazu. Was macht ein Konstruktor? Er erzeugt eine neue Instanz einer Klasse, er initialisiert, also setzt die Attribute auf Anfangswerte, legt damit den Startzustand eines Objekts fest. Jetzt kommen so ein paar eher so technische Sachen. Also diese Konstruktoren, das sind Methoden, die denselben Namen wie die Klasse haben. Das sehen wir gleich an einem Beispiel. Die Konstruktoren werden bei New aufgerufen. Auch das sehen wir gleich an einem Beispiel. Und die Anfangsparameter des Objekts werden dabei als Parameter an diese Konstruktoren übergeben, also diese Werte wie x und y. Okay, aber bevor wir jetzt zu den eigentlichen Konstruktoren kommen, zuerst noch das Stichwort Parameter, was wir jetzt gerade gesehen hatten. Was ist ein Parameter? Ein Parameter ist ein Platzhalter für beliebige Werte eines Typs. Das schauen wir uns vielleicht mal ein Beispiel an, da kennen Sie das aus der Mathematik schon. Wenn Sie zum Beispiel eine Funktion definieren, f von x gleich x mal Sinus x Quadrat, dann ist hier x eben der Parameter der Funktion. Also das heißt, irgend so ein variabler Wert, den Sie auf einen bestimmten setzen müssen, wenn Sie diese Funktion praktisch berechnen wollen oder evaluieren wollen. Das heißt, Sie haben hier praktisch so eine Berechnungsvorschrift, wie Sie f von x ausrechnen für ein gegebenes x, also zum Beispiel für x gleich 2. Und zwar wird es so berechnet, dass man eben dann 2 oder dieses x multipliziert mit Sinus von x Quadrat. Und so ähnlich ist das jetzt bei diesen Methoden auch, dass die eben auch, weil die ja nicht nur eine Sache berechnen sollen, sondern die sollen ja auf verschiedenen Werten, für verschiedene Werte verschiedene Ergebnisse berechnen können, gibt es eben auch solche Parameter, die sie in ihren Methoden oder auch Konstruktoren verwenden können und die eben diese Variabilität dann in der Berechnung zulassen. Jetzt gibt es eine Unterscheidung, die man in der Mathematik eigentlich so nicht kennt. In Programmierung unterscheidet man zwischen formalen und aktuellen Parametern. Und zwar sind formale Parameter die Namen, die bei der Deklaration der Methode gewählt wurden. Und aktuelle Parameter sind die Werte, die Sie beim Aufruf für die formalen Parameter einsetzen. Also wir können es vielleicht doch nochmal so ein bisschen hier an diesem Mathematikbeispiel anschauen. Vielleicht jetzt mal rechts hier drüben bei der Funktion g. Wenn Sie da diese Funktion definieren, das wird so, also wenn Sie hinschreiben g von xy sei oder ist gleich eben x² plus y², dann sind das sowas wie formale Parameter, also für die Sie eben Werte einsetzen können und diese bei der Definition hier angeben. Und wenn Sie die dann aufrufen würden, Sie können ja die Funktion zum Beispiel mit 2, 3 aufrufen, aber auch mit anderen Variablen, zum Beispiel hier g von y und z können Sie aufrufen, dann wären y und z eben die aktuellen Parameter, mit denen Sie dann eben die Funktion praktisch nicht definieren, sondern ausführen. Aber das sehen wir nachher, wie das in Java genau aussieht, auch noch deutlicher. Okay, also wie schreiben wir Konstruktoren? Die Syntax sieht so aus, wir haben ja schon gesagt, die Konstruktoren, das sind Methoden, das heißt, die haben auch irgendeinen Namen und dann eben so eine Liste. Sie kennen ja Methoden zum Beispiel schon von der Main-Methode, die Sie in Ihren Programmen auch schon verwendet hatten, die wir kurz gesehen hatten, wo Sie eben einen Methodennamen haben. Hier bei Konstruktoren ist es so, dass der Methodenname mit dem Klassennamen übereinstimmen muss. Also erstmal Klassenname und dann in Klammer formale Parameter. Das sind dann praktisch die Dinge, die für die Initialisierung Ihres Objektes notwendig sind, die man dem Konstruktor noch mitgeben muss. Und dann hier innerhalb des Konstruktorrumpfes findet dann die eigentliche Initialisierung statt. Okay, schauen wir uns das nochmal an dem Beispiel an von der Klasse Vektor 2D. Also hier haben wir die zwei Attribute x und y vom Typ float.
Und jetzt wollen wir für diese Klasse Vektor 2D einen Konstruktor schreiben, also eine Methode, die zu einem Anlegen von neuen Objekten dient und die gleichzeitig die Attribute x und y initialisiert. Und wie machen wir das? Wir brauchen der Konstruktorname ist derselbe wie die Klasse. Also nachdem unsere Klasse Vektor 2D heißt, haben wir hier dann eine Methode namens Vektor 2D und die nimmt jetzt zwei Argumente, die wir eben verwenden können, um unsere Attribute auf bestimmte Werte zu setzen. Also wir wollen hier zum Beispiel also einen Startwert x0 haben, einen Startwert y0 für die x- und y-Koordinaten und dann innerhalb von dem Rumpf des Konstruktors initialisieren wir dann die Attribute der Klasse, also xy, mit den entsprechenden Startwerten. Okay, also wenn wir das hier rechts in unser Programm dazufügen, sieht es so aus. Wir haben hier die Attribute, dann den Konstruktor und dann würden restliche Methoden kommen, um mit diesem Vektor zu rechnen. Gut, und wie verwenden Sie dann diesen Konstruktor? Sie können jetzt zum Beispiel schreiben, statt einfach new Vektor 2D, können Sie schreiben new und dann diesen Konstruktor, so wie er hier oben deklariert wurde, dann verwenden. Also Thema Klassenname oder Konstruktorname und in Klammer dann jetzt hier eben die aktuellen Parameter, also die Werte, auf denen Sie, die wirklich eben die Startwerte Ihres oder die Werte Ihrer Attribute x und y sein sollen. Okay, also new, dann dieser Konstruktor wird aufgerufen und das geht eben so, dass man hier den Konstruktornamen hinschreibt und in Klammer dann die aktuellen Parameter, die dann hier oben eingesetzt werden und eben und nach Einsetzen läuft dann diese Zuweisung hier ab und Sie haben die Attribute initialisiert. Also nochmal kurz zu formalen und aktuellen Parametern. Hier oben in der Deklaration des Konstruktors oder allgemein in der Deklaration einer Methode, da haben wir formale Parameter und im Aufruf des Konstruktors oder im Aufruf einer Methode haben wir die aktuellen Parameter. Das ist einfach so eine Begriffsfestlegung, dass wir das so machen. Das sind beides Parameter, aber hier oben eben formale genannt und unten aktuelle Parameter. Gut, also damit haben wir jetzt diese Möglichkeit, Initialisierung der Attribute und Erzeugung neuer Objekte zusammen in einem Schritt zu machen, indem wir, also einmal müssen wir eben deklarieren erstmal, wie so ein Konstruktor aussieht, was der genau machen soll. Und dann, wenn wir eben so ein neues Objekt anlegen sollen, haben wir das hier innerhalb von diesem einen New-Aufruf Initialisierung und neues Objekt anlegen. Gut. Es gibt jetzt in diesem Zusammenhang mit Konstruktoren, ist es relativ gebräuchlich, dass man Nutzen macht von einer vordefinierten Referenzvariable, die immer schon automatisch in ihren Objektmethoden vorhanden ist. Und diese Referenzvariable nennt sich this. Und was hat es mit diesem this auf sich? Das ist eine Referenz, die auf das aktuell zu erstellende, Objekt bezeichnet. Das heißt, das hat bisher noch keinen Namen im Konstruktor, aber Sie können schon darauf zugreifen, eben über diesen vordefinierten Namen this. Schauen wir uns das mal an. Wir hatten gerade diesen Konstruktor und wir wollen jetzt innerhalb von diesem Konstruktor ja ein neues Objekt der Klasse Vektor 2D erstellen. Und dieses Objekt, das ist hier noch nicht vorhanden oder im Konstruktor haben wir noch keinen Namen, mit dem wir darauf zugreifen können, wenn wir nicht diesen Namen this hätten. Und das heißt, wir können innerhalb dieses Konstruktors bereits mit this auf das Objekt zugreifen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses x hier ansprechen wollen, das Attribut x, dann können wir das auch über die Objektreferenz this ansprechen und schreiben this.x. Das spricht dann eben, also das x in unserem Attribut x in unserem aktuell zu erstellenden Objekt an. Und was Sie auch sehen, was hier ein Vorteil ist, hier oben mussten wir uns neue Namen ausdenken für die Parameter, die sich eben unterscheiden mussten von den Attributen. Hier konnten wir nicht schreiben für die Parameter auch x und y, weil wir sonst hier x gleich x geschrieben hätten und man wüsste nicht genau, welches x ist jetzt damit gemeint, der Parameter oder das Attribut hier oben. Und das kann man eben auflösen, indem man hier dieses this davor schreibt, dann weiß man hier this.x spricht das Attribut x im aktuell zu erstellenden Objekt an
Und dieses X, was wir rechts sehen, ist dann der Parameter, den wir hier oben haben. Okay, also dieses Dis können Sie verwenden, um auf das aktuell zu erstellende Objekt zu greifen. Das ist diese Dis-Referenz, die steht auch später noch zur Verfügung. Das heißt, Sie können auch in selbstgeschriebenen anderen Methoden auf das aktuelle Objekt zugreifen mit dieser Dis-Referenz. Also wir haben gesehen, das erlaubt hier auf der rechten Seite die Unterscheidung zwischen Parameter und Attribut. Ohne dieses Dis wäre es unklar, ob wir das Attribut meinen, hier oben, oder den Parameter. Bei Dis ist klar, es muss sich um das Attribut handeln. Und jetzt kann man sich auch noch überlegen, was würde denn wirklich jetzt passieren, wenn wir hier dieses Dis weglassen, welches X wird denn hier angesprochen? Und da ist es so geregelt, dass die Parameter Vorrang haben. Also wenn Sie hier ein X stehen haben, ohne so ein Dis davor, besteht diese Mehrdeutigkeit, ist es Parameter oder ist es Attribut? Und es wird so aufgelöst, dass es sich bei so einem Namenskonflikt um den Parameter handelt dann. Ist ja auch sinnvoll, weil bei Parameter haben Sie praktisch keine Ausweichmöglichkeit, indem Sie sowas wie Dis-Punkte vorschreiben. Bei Attributen haben Sie das. Gut. Es gibt jetzt noch einen speziellen Konstruktor, der automatisch immer schon vorhanden ist. Also Sie haben ja bisher auch schon Objekte angelegt mit dem New-Aufruf und da gibt es dazu eben einen Standardkonstruktor, der mit jeder Klasse automatisch angelegt wird, auch ohne dass Sie dafür Code schreiben müssen. Und dieser Default-Konstruktor, der hat überhaupt keine Parameter und macht auch praktisch nichts. Also der legt nur die Objektidentität an und liefert eben dann praktisch diesen Dispointer oder diese Referenz auf das aktuelle Objekt zurück. Also der sieht praktisch, wenn Sie ihn von Hand schreiben würden, würde es so aussehen. Sie würden sowas hinschreiben wie Vektor 2D, leere Parameterliste und keine Instruktionen, die in dem Konstruktor ausgeführt werden. Also wenn ich jetzt natürlich fragen kann, was passiert denn mit den Attributen, wenn wir so einen Default-Konstruktor haben oder wenn wir die gar nicht initialisieren, welche Werte haben denn die dann, also ohne Initialisierung? Also, bitte? Null-Pointer bei Referenzen, das ist richtig, genau. Und bei anderen Datentypen gibt es praktisch Standardwerte, auf die die Attribute gesetzt werden, wenn Sie denen keine Werte in einem Konstruktor zuweisen. Das heißt, wenn Sie so einen Default-Konstruktor verwenden, dann kriegen Ihre Attribute alle Standardwerte, die mehr oder weniger in einem speziellen Anwendung passend sein können oder eben auch nicht. Dann. Aber in den meisten Fällen ist das eigentlich ganz sinnvoll. Also Boolean wird auf False initialisiert, die meisten Dinge auf Null, also die Zahlenwerte auf Null, Character auch auf dieses Character Null und Objektreferenzen auf diese spezielle Objektreferenz Null, die anzeigt, da ist kein Objekt vorhanden. Also das sind die Default-Werte der Initialisierung. Das ist auch in anderen Programmiersprachen zum Teil anders, dass da, wenn Sie Werte nicht initialisieren, dass die dann eben keine definierten Startwerte haben, sondern dass die beliebige, mehr oder weniger zufällige Werte haben können. Und da ist es dann, in diesen anderen Programmiersprachen ist es noch wichtiger, dass man eben wirklich darauf achtet, dass alle Startwerte von einem Objekt oder alle Attributstartwerte wirklich initialisiert sind. Also in C++ zum Beispiel ist es der Fall, dass es nicht definiert ist, welchen Startwert die haben. Aber wie gesagt, Java macht es für Sie. Trotzdem sollten Sie sich als Regel angewöhnen, dass Sie alle Attribute in einem Konstruktor immer setzen und sich nicht auf diese Default-Initialisierung verlassen. Okay, also einmal Default-Konstruktor, keine Parameter, macht keine Initialisierung. Und dadurch, dass keine Initialisierung erfolgt, wird eben dann diese Default-Initialisierung verwendet, wie sie in dieser Tabelle steht. Gut. In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass man nicht nur einen Konstruktor haben möchte, sondern dass man dem Anwender verschiedene Möglichkeiten geben möchte, wie er so ein Objekt anlegen kann. Und ich habe jetzt hier auch mal wieder bei Vektor 2D zwei Konstruktoren hingeschrieben. Die unterscheiden sich jetzt nur durch die Parameterliste. Also der Name von einem Konstruktor ist ja immer festgelegt. Der muss gleich sein wie der Klassenname. Aber hier haben wir jetzt eben zwei solche Konstruktoren, mit denen wir neue Vektor 2D-Objekte anlegen können. Der obere ist der, wie wir ihn schon gesehen hatten, dem geben wir eben die x- und y-Koordinate, die unser Vektor 2D am Anfang haben soll. Und hier unten haben wir noch einen zweiten, der uns eben nur den x-Wert setzt
Und der Y-Wert ist immer automatisch auf 0 festgelegt. Also falls man praktisch doch eher auf der X-Achse eben nur irgendwelche Werte darstellen wollen, dann haben wir hier Y immer auf 0 gesetzt und X wird auf diesen Wert initialisiert. Also da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, auch mehrere solche Vektoren, mehrere Konstruktoren anzugeben. Das ist in dem Fall jetzt vielleicht nur so mäßig sinnvoll, aber es gibt andere Beispiele, wo das deutlich sinnvoll ist, wo Sie gerne einfach mehrere Konstruktoren haben wollen in den Aufgaben, die Sie heute bekommen. Da gibt es auch Beispiele, wo Sie eben mehrere Konstruktoren anlegen müssen und wo das auch ein bisschen sinnvoll noch ist als hier jetzt in dem Beispiel. Es gibt jetzt hier auch noch eine Möglichkeit, eine Alternative dazu, wie man diese Konstruktoren schreiben kann und dies eigentlich auch vorzuziehen. Was leicht passieren kann, ist, dass wenn Sie viele verschiedene Konstruktoren schreiben, dass es dann schwer werden kann, die konsistent zu halten. Das heißt, Sie machen eine Änderung an Ihrer Klasse, fügen vielleicht ein neues Attribut dazu und müssen dann durch alle Konstruktoren wieder durchgehen später, um die anzupassen für dieses zusätzliche Attribut. Und was man stattdessen eigentlich bevorzugt macht, ist, dass man praktisch so einen Hauptkonstruktor hat, der möglichst wenig oder möglichst viele Parameter hat und möglichst viel Freiheiten lässt. Und die anderen Konstruktoren definieren sie dann in Abhängigkeit von diesem einen Master-Konstruktor. Also hier, schauen wir nochmal links, ist es so, dass wir bei dem oberen Konstruktor die größere Wahlfreiheit oder mehr Parameter und mehr Initialisierungsmöglichkeiten haben. Der untere ist eingeschränkt, weil da eben dieser Y-Wert nicht modifiziert werden kann. Also würden wir diesen oberen zu unserem Hauptkonstruktor machen und in den anderen Konstruktoren schreiben wir dann keinen neuen Code, sondern wir rufen nur den Hauptkonstruktor auf mit passenden Werten. Also hier unten würden wir gerne diesen oberen Konstruktor aufrufen, eben mit den entsprechenden Werten, die wir jetzt in diesem anderen Konstruktor verwenden wollen. Und das geht nicht jetzt über den Methodennamen vom Konstruktor wieder, sondern hier muss man diesen speziellen Namen this wieder verwenden, also das ist nochmal eine andere Verwendung jetzt dieses Schlüsselwortes this, um eben hier jetzt den Konstruktor für das aktuelle Objekt aufzurufen mit den entsprechenden Signatur oder diesen Parametern, wie sie hier angegeben sind. Also das heißt, mit this können wir andere Konstruktoren aufrufen, an die dann diese Parameter, diese aktuellen Parameter übergeben werden. Also was wird das machen? Wenn wir diesen Aufruf oder diesen Konstruktor uns betrachten mit einem Argument, wird der Hauptkonstruktor aufgerufen, mit dem ersten Argument auf x0 gesetzt und dem zweiten Argument oder Parameter auf 0 und dann haben wir auch wieder die passende Initialisierung. Also die Programme links und rechts, die sind äquivalent zueinander. Sie sollten aber im Zweifelsfall eher sowas wie auf der rechten Seite bevorzugen. Also dass Sie versuchen, einen Hauptkonstruktor zu identifizieren und von diesem Konstruktor aus dann eben, oder in den anderen Konstruktoren dann diesen Hauptkonstruktor verwenden. Dann gibt es auch noch eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem Default-Konstruktor. Hat man gesehen, es gibt diesen argumentlosen Default-Konstruktor, der eben nur, also gar nichts macht an Anweisungen und nur die Default-Werte für die Attribute übernimmt. Und dieser Default-Konstruktor, der verschwindet, sobald wir einen eigenen Konstruktor angeben. Also, wenn wir hier diese Konstruktoren hier hinschreiben würden oder auch nur einen von denen, dann wäre es so, dass dieser Default-Konstruktor weg ist. Also Sie können nicht mehr so eine Zeile hinschreiben wie newVector2d mit einer leeren Parameterliste, weil das wird den Default-Konstruktor eben aufrufen, der nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wenn Sie sowas hier dann doch wieder haben wollen, müssten Sie einen zusätzlichen Konstruktor schreiben, der Ihnen diese Default-Werte einstellt wieder oder diesen Default-Konstruktor-Funktionalität übernimmt. Im Normalfall ist es aber so, dass man eigentlich eher dieses Verfahren oder sowas nicht haben möchte. Dann. Also dadurch, dass dieser Default-Konstruktor abgeschaltet wird, zwingt man den Programmierer, der diese Klasse verwendet, dazu, eben diese vorgegebenen Konstruktoren zu verwenden. Das heißt, er kann nicht mehr das Objekt verwenden, ganz ohne Initialisierung der Attribute, sondern muss immer
einen dieser Konstruktoren verwenden. Und das sorgt eben dafür, dass man die Nutzer der Klasse oder wenn man eben mit dieser Klasse programmieren möchte, dazu gezwungen ist, wirklich für Initialisierung zu sorgen. Sonst hätte man da praktisch wieder so eine Hintertüre, über die man dann die Initialisierung wieder vergessen kann und selber nochmal programmieren, eben indem man einfach den Default-Konstruktor verwendet und dann die Dinge so setzt, wie man es gerne haben möchte. Das geht dann eben nicht, sondern man ist gezwungen, die vorgegebenen, von dem Programmierer der Klasse vorgegebenen Konstruktoren zu verwenden. Okay, so viel zu Konstruktoren. Und ich hatte es am Anfang auch gesagt, die Konstruktoren sind ein Spezialfall von Methoden. Wobei jetzt Methoden, die eigentlich die Bausteine sind, oder die das Verhalten von Objekten realisieren, in denen sie ihre eigentlichen Berechnungen reinschreiben, wie die abzulaufen haben. Also Methoden realisieren das dynamische Verhalten von Objekten und führen Berechnungen durch. Also, was hatten wir? Oder schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Wir haben eine ganz einfache Methode, die soll berechnen die Umrechnung von Grad Celsius in Fahrenheit. Also wir haben einen ganzzahligen Celsius-Wert vorgegeben, wollen den in Fahrenheit umrechnen und müssen dann eben die entsprechende Berechnung durchführen. Wir sehen auch, also wir haben hier wieder eben so einen Methodennamen, dann hier irgendwelche Parameter, die wir der Methode übergeben und hier steht nochmal so ein Int davor. Also wie sieht die Berechnung hier aus? Wir nehmen den Celsius-Wert, multiplizieren mit 9, teilen noch 15, 32 zu. Das ist halt so die Berechnung, die durchzuführen ist. Und das soll jetzt das Ergebnis praktisch dieser Funktion oder dieser Methode sein. Und um anzuzeigen, dass es sich dabei jetzt um den Wert, den berechneten Wert der Methode handelt, verwendet man dieses Return-Schlüsselwort. Also das zeigt an, dieser Wert soll von der Methode zurückgegeben oder returned werden. Und was man hier auch noch machen muss bei der Methode, ist, dass man davor schreibt den Rückgabetyp. Also wenn die uns irgendeinen Wert zurückliefert als Ergebnis, was sie ja mit dem Return hier macht, von welchem Typ ist dann dieses Ergebnis? Also handelt es sich dabei um einen Float, um einen Boolean oder irgendeine Klassenreferenz, eine Objektreferenz, dann das wird hier angezeigt, indem man den Typ davor schreibt. Okay, also schauen wir uns im Allgemeinen an, wie sieht eine Methodendeklaration aus? Die läuft so ab, dass wir als erstes den Rückgabetyp der Methode hinschreiben. Also unsere Berechnung liefert irgendein Ergebnis zurück und das Ergebnis von dieser Berechnung, das wird hier im Rückgabetyp festgelegt. Dann haben wir den eigentlichen Methodenname, also wie nennt sich unsere Berechnungsvorschrift, unsere Methode eben. Also hier oben das Celsius zu Fahrenheit. Und dann kommt die Liste der Parameter, die wir an diese Funktion, an diese Methode übergeben können. Die eigentliche Berechnung findet dann hier in geschweiften Klammern statt, also hinter die Parameterliste, die Sie da mit normalen Klammern geschrieben haben, schreiben Sie dann in geschweiften Klammern die eigentliche Berechnung, den Methodenrumpf. Also hier oben wäre der Methodenrumpf einfach Return Celsius mal 9 durch 5 und so weiter. Methodenname der Konvertierung zu Fahrenheit, das haben wir ja schon gesehen. Und also hier Methodendeklaration, hier unten die Return-Anweisung. Wie funktioniert die? Relativ einfach. Einfach hinschreiben Return und dann irgendeine Berechnung, also ein Wert, der berechnet werden kann, ein Strichpunkt. Und die Semantik von dieser Return-Anweisung ist, dass die Methode an dieser Stelle verlassen wird, also falls da noch weitere Berechnungen danach folgen würden, und der hinter Return angegebene Wert wird als Ergebnis der Methode zurückgegeben. Gut, also Berechnungsvorschriften sind eben Berechnungen sind in solche Methoden gekapselt. Sie müssen alle Berechnungen, die Sie in Ihrem Programm durchführen möchten, innerhalb von Methoden schreiben. Das ist dann hier so ein Methodenrumpf, der Anweisungen enthält, was eben Schritt für Schritt zu tun ist. Sie können irgendwelche Parameter verwenden, wie vorher zum Beispiel bei dieser mathematischen Funktion f hatten wir x als Parameter, also die eben für unsere Berechnung notwendig sind, und das Ergebnis unserer Berechnung geben wir dann mit Return wieder zurück aus dieser Methode. Okay, in dem Zusammenhang ist auch der Begriff Methodensignatur noch interessant. Also die Methodensignatur ist praktisch so das Auszeichnende von dieser Methode. Also Signatur kennt man auch als Unterschrift, also sowas wie diese
die Unterschrift oder eine gewisse Aspekt des Kerns der Methode. Also was ist die Methodensignatur? Sie ist praktisch so eine Beschreibung, wie Sie diese Methode verwenden können oder auch eine formale Schnittstelle der Methode. Und sie besteht eben aus allen Informationen, die Sie benötigen, um die Methode verwenden zu können. Also da geht es jetzt nicht um die Funktionalität, also was wird genau berechnet, sondern nur um so formale Dinge, also wie muss ich diese Funktion verwenden. Und um zu wissen, wie ich die Funktion verwenden kann, sind eben ein paar Dinge wichtig. Zum einen ist der Name der Methode natürlich wichtig, mit der man sie aufrufen muss. Zum Beispiel das Convert to Fahrenheit wäre der Name der Methode. Was aber auch noch wichtig ist, um so eine Methode einsetzen zu können, ist die Anzahl der Parameter, die Reihenfolge der Parameter. Wenn die mehrere hat, was muss ich dann zuerst angeben, was später? Die Typen der Parameter, also ist das ein Integer oder ein Float, was die Methode erwartet? Und den Rückgabetyp der Methode. Das sind die Dinge, die ich wissen muss, wenn ich eine Methode in meinem Programm einsetzen muss. Also selbst wenn ich noch gar nichts darüber weiß, was denn genau berechnet wird und welches Ergebnis ich erwarten kann, um die aufrufen zu können, muss ich diese Dinge hier wissen. Und die sind eben unter dem Begriff Methodensignatur zusammengefasst. Also schauen wir uns hier an dem Beispiel nochmal an. Hier diese Methode, die Signatur besteht aus Name der Methode, also Convert to Fahrenheit, der Anzahl Parameter wäre hier 1, Reihenfolge der Parameter ist dann klar, die Typen der Parameter haben wir Int als einziges, Rückgabetyp der Methode ist auch Integer. Also diese Dinge, Typen der Parameter, Typ des Rückgabewerts, Name der Methode, das sind eigentlich so die Kerndinge, die eine diese zum Aufruf einer Methode wissen müssen. Hier unten sehen Sie noch ein anderes Beispiel, also eine andere Signatur, auch eine andere Methode, die Sie hier haben, die heißt zufälligerweise jetzt auch Convert to Fahrenheit, nimmt aber andere Parameter. Hier haben wir auch einen Parameter, der ist aber vom Typ Double und sie liefert auch einen anderen Typ zurück, auch wieder Double. Und dadurch, dass wir eben hier jetzt unterschiedliche Parameter- und Rückgabetypen haben, ist es eine unterschiedliche Signatur und auch eine unterschiedliche Methode, die Sie hier haben. Also Sie sehen schon, die hat hier auch ein bisschen anderen Rumpf, weil sie da eben diese Komma-Werte verwenden muss. Ist sowas in Java möglich? Also was hier vielleicht ein bisschen komisch ist, also wir haben hier ein bisschen unterschiedliche Sachen. Also hier mal Celsius als Parameter, hier mal Int als Parameter, hier Double als Parametertyp. Und trotzdem heißen die Methoden gleich. Was glauben Sie, ist das, oder wissen Sie es schon, ist es möglich, sowas zu machen? Ja, sagen Sie, genau. Ja. In Java darf man das machen, in anderen Programmiersprachen zum Teil auch nicht. Da müsste man dann unterschiedliche Namen den Methoden geben. Okay, und anhand von dieser Signatur können wir jetzt eben Methoden aufrufen. Wie rufen wir eine Methode auf? Das ist relativ einfach. Also nehmen wir wieder die Beispielmethode, die wir gerade schon hatten. Und wie funktioniert der Aufruf? Wir schreiben den Funktionsnamen hin, dann in Klammer müssen wir den Parameter auf einen bestimmten Wert setzen. Da können wir eine Konstante könnte man hier verwenden oder eben auch eine Variable, die einen bestimmten Wert hat. Was aber eben sein muss, ist, dass der Typ dieses Werts hier übereinstimmt mit der Methodensignatur. Das heißt, Sie müssen hier diesen Parameter muss ein Wert vom Typ Integer sein. Und dann der zurückgegebene Wert, der kann dann zugewiesen werden an einer neuen Variable. Also der Aufruf sieht so aus, Methodenname, aktuelle Parameter und das Ergebnis, was Sie dann irgendwie zuweisen können, ist eben ein Wert dieses Rückgabetyps, also hier auch wieder Int. Und wenn Sie hier stattdessen zum Beispiel hier oben Double hinschreiben würden und dieses Convert to Fahrenheit mit einem Double-Parameter aufrufen, dann würden Sie eine Fehlermeldung bekommen, schon vom Compiler, dass die Typen Ihrer Methode eben nicht stimmen, dass der Aufruf nicht mit der Methodendeklaration übereinstimmt. Also schauen wir uns noch mal ein paar kleinere Beispiele an für Methoden. Wenn man es so ein bisschen in mathematischer Notation schreiben würde, diese Umrechnung von Celsius nach Fahrenheit, würde man es vielleicht so schreiben, Fahrenheit von C gleich 7,9 mal 9 durch 5 ist 32
oder eine andere, in der Mathematik vielleicht gesehene Formel ist, um das Volumen von einem Zylinder zu berechnen. Dieses Zylindervolumen, das hat auch zwei Parameter, also das hängt ab von vom Radius des Zylinders und der Höhe. Und wenn wir die gegeben haben, können wir eben ausrechnen, was das Volumen des Zylinders ist. Und das ist dann die Berechnungsvorschrift. Jetzt schauen wir uns an, wenn wir solche einfachen mathematischen Berechnungen in Java durchführen wollten, wie das dann aussieht. Die Fahrenheit-Konvertierung, das hatten wir schon gesehen auf den letzten Folien, wie das funktioniert. Für die Zylindervolumenberechnung, die läuft hier in zwei Schritten ab, oder ist hier mit zwei Funktionen gemacht, oder zwei Methoden. Wir haben erstmal eine Methode, die uns die Fläche eines Kreises berechnet, und dann haben wir die eigentliche Funktionalität, die wir haben wollen, die eigentliche Methode, die uns das Volumen des Zylinders berechnet. Fangen wir mal hier unten an. Also was brauchen wir? Wir haben hier oben ja schon gesehen, wir haben die beiden Parameter R und H. In Java oder in diesen stark typisierten Programmiersprachen müssen Sie dann eben den Typ angeben. Das heißt, Sie müssen hier nicht nur H und R angeben, sondern sich auch überlegen, was soll denn jetzt der Typ dieser Parameter sein? Und hier, also können wir jetzt sagen, ja, Integer könnte vielleicht passen, aber vielleicht ist es sinnvoller, da auch gleich Fließkommazahlen, also doppelte Genauigkeit, also solche Double-Werte zuzulassen, dass wir eben auch mit Kommazahlen rechnen können. Okay, also entscheiden wir uns als erstes dafür, dass wir hier den Typ Double wählen für unsere beiden Parameter der Methode, und dann findet die eigentliche Berechnung statt. Und das ist hier, und dann wird der entsprechende der Funktionswert, den wir berechnet haben, eben hier zurückgegeben, oder das Methodenergebnis. Und die eigentliche Berechnung, die ist hier relativ einfach. Das ist Höhe mal, ja, was hat man hier oben? Hatten wir H mal Pi R Quadrat, und hier haben wir jetzt H mal Fläche vom Kreis, das ist ja dasselbe, und die Fläche vom Kreis, die berechnen wir jetzt eben über diese andere Methode, die zusätzliche Methode. Also hier das Volumen vom Zylinder wird einfach berechnet, Höhe mal Fläche vom Kreis. Das heißt, hier sehen wir auch jetzt gleich wieder einen anderen Methodenaufruf, der eben an diese obere geht. Auch hier mussten wir uns wieder überlegen, was sind die Typen der Parameter und des Rückgabewerts. Auch wieder Double beides. Und dann hier die eigentliche Berechnung, Pi R Quadrat. Hier, das können wir aus dieser Mathematikklasse verwenden. Oder, also mit math.py kann man die ansprechen, und dann das Radius Quadrat. Quadrat haben wir ja nicht direkt in Java zur Verfügung, deshalb rechnen wir hier einfach Radius mal Radius und haben dann auch Radius Quadrat. Okay, also so könnte man diese Methoden umsetzen oder diese mathematischen Berechnungsvorschriften. Aufgerufen werden sie dann so, wie man erwartet, dass man, wenn man diese Convert to Fahrenheit mit Double-Argumenten aufruft, kriegt man eben hier das entsprechende Ergebnis berechnet. Area Circle, wenn man das mit 2 aufruft, wird eben hier die 2 eingesetzt, dann Pi mal 2 mal 2, also 4 mal 3, irgendwas, das liefert dann diese 12,5 zurück, und die Volumen-Zylinder-Berechnung, wenn man die aufruft mit 1,5 und 2,0, werden die Werte hier auch eingesetzt. Dann haben wir hier für die Höhe, das war 1,5 dann, mal das Ergebnis, das haben wir hier zufälligerweise schon davor berechnet, also die 12,5, und kriegen wir dann auch das Ergebnis raus. Okay, also in diesen kleinen mathematischen Beispielen, da ist es relativ nah dran an der mathematischen Notation, mit dem Unterschied, dass Sie eben die Typen noch mit angeben müssen für Parameter und für Rückgabewert, was Sie in der Mathematik normalerweise nicht machen. Jetzt gibt es auch manche Fälle, wo Sie gar keinen Wert zurückgeben. Und dazu gibt es für Methoden, die irgendeine Berechnung durchführen, aber keinen Wert zurückliefern, also kein Rechenergebnis. Dazu gibt es den Rückgabetyp Void. Also der wird verwendet, wenn eine Methode keinen Wert zurückliefern soll. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was soll denn überhaupt so eine Methode? Also bei diesen Dingen, die wir gerade gesehen hatten, Volumenberechnung oder Kreisflächeberechnung, da erwartet man immer ein Ergebnis dieser Berechnung, das dann eben mit Return auch zurückgegeben wird. Aber es gibt eben auch Methoden, die eben keinen Wert zurückliefern und die trotzdem sinnvoll sind. Und wieso kann das der Fall sein? Das hängt auch wieder mit objektorientierten Programmierung zusammen. Das können Methoden sein, die einfach auf ihrem Objekt irgendwelche Attribute modifizieren.
Und dann haben Sie keinen direkten Rückgabewert, aber der Zustand Ihres Objekts wurde verändert. Und das heißt, dadurch haben Sie auch praktisch so einen versteckten Rückgabewert, aber der ist eben dann nicht direkt in dem Methodenrückgabewert drinnen, sondern ist in dem geänderten Zustand Ihres Objekts. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Vektor 2D-Klasse den X- oder Y-Wert verändert haben, dann ist das auch ein Effekt, der durch so eine Berechnung ausgelöst werden kann und auch sinnvoll ist. Also zustandsändernde Methoden. Schauen wir uns ein Beispiel an. So eine Methode wie, gerade wieder bei dieser Klasse Vektor 2D, wenn wir uns die wieder vorstellen, ZX-Koordinate. Also da können wir die X-Koordinate auf einen neuen Wert setzen. Und diesen Wert, den die neue X-Koordinate angeben soll, den übergeben wir als Parameter und können dann hier das Attribut X eben entsprechend auf den neuen Wert setzen. Und so eine Methode, die muss jetzt nicht irgendeinen Wert zurückliefern, sondern die modifiziert einfach den Objektzustand und liefert gar keinen Wert zurück. Und das sehen Sie hier, das kann man eben so machen. Man braucht dann auch keine Return-Anweisung, die irgendwie einen Wert zurückgeben würde, weil es gibt ja gar keinen Wert, den man zurückgeben könnte. Und eben diesen Typ, man muss ja immer vor diese Methodendeklaration einen Typ schreiben, der zurückgegeben wird. Und eben für den Fall, dass Sie keinen Wert zurückgeben wollen, ist der Typ Void vorgesehen. Void für leer, also der leere Typ ist es. Oder eine andere Verwendung wäre in so einer, also das erinnert jetzt den Zustand nur nicht so wirklich direkt oder die Attribute nicht, aber wir haben hier eine Funktion Alarm, die eben eine Ausgabe auf dem Bildschirm vornimmt und dadurch auch sowas wie eine Zustandsänderung oder einen Seiteneffekt hat. Also hier gibt einfach eine Alarm plus irgendeinen String aus und gibt auch keinen Wert zurück dann diese Methode. Also da kann das sehr sinnvoll sein. Gut, was wir jetzt gerade schon gesehen hatten an dieser Methode SetX-Koordinate, das ist was sich ein bisschen verallgemeinern lässt, was auch sehr häufig in Java anzufinden ist. Und zwar sind das sogenannte Zugriffsfunktionen oder Getter- und Setter-Methoden. Und diese Zugriffsmethoden, die dienen dazu, die Attribute eines Objekts abzufragen oder zu verändern. Also Sie greifen mit diesen Methoden auf die Attribute zu. Können Sie sich fragen, wozu soll man das jetzt wieder machen, aber schauen wir uns erstmal an, genau wie das funktioniert. Also, oder wie würden Sie sonst auf Attribute zugreifen? Kennen Sie ja schon, also Sie haben einfach die Methode eben Objektreferenz, Punkt, Attribut, auf so ein Attribut zuzugreifen und es dann wie eine Variable anzusprechen. Aber hier eben jetzt diese Alternative, das mit Zugriffsfunktionen zu machen. Also schauen wir uns an, wie die funktionieren. Es gibt einerseits, werden diese Zugriffsfunktionen aufgeteilt, oder Zugriffsmethoden, in Abfragemethoden, sogenannte Getter, und die dienen der Abfrage von Attributen, also man kann sowas hinschreiben wie float get x-Koordinate, um eben zu einem gegebenen Objekt der Klasse Vektor 2D die x-Koordinate abfragen zu können mit einer Methode, ohne dass man jetzt eben da direkt aufs Attribut zugreift. Und da gibt es auch eine gewisse Namenskonvention, und zwar schreibt man meistens get konkateniert mit dem Attributnamen, also get. Also hier oben, das entspricht schon mal nicht ganz der Konvention, weil das Attribut in unserer Klasse hieß ja einfach nur x. Also die Konvention wird dann einfach sagen, dieser Getter müsste einfach get x heißen, ohne Koordinate. Also das ist so die Standardkonvention, get x nach Standard. Es gibt auch Ausnahmen, wenn Sie ein Attribut haben vom Typ Boolean, dann ist die Abfragemethode oder Abfragemethode ist dann nicht mit get und Attribut gebildet, sondern mit is oder has und Attribut. Also hier ein Beispiel, wenn Sie so ein Attribut haben, das das Geschlecht speichern soll, also male oder female, und Sie haben so ein Boolean-Attribut hier, dann würden Sie eine entsprechende Abfragemethode is male zum Beispiel haben oder is female und nicht get male oder get female, sondern mit is würden Sie das machen dann. Also das sind die Abfragemethoden. Die zweite Sache sind die Setter-Methoden oder Änderungsmethoden. Mit denen werden Attribute in einem Objekt verändert. Entspricht ungefähr dem oberen hier. Hatten wir auch schon gesehen, SetX-Koordinate. Mit dem können Sie eben das Attribut X-Koordinate in der Klasse Vektor 2D, von dem Objekt der Klasse Vektor 2D verändern. Auch für den Namen der Methode gibt es hier wieder bestimmte Konventionen. Das ist hier im Normalfall Set plus Attributname. Also auch hier wieder nicht die Konvention eingehalten, sonst müsste hier einfach wieder heißen SetX.
Und Sie sehen genau, also diese Methoden haben, diese Setter-Methoden haben immer Rückgabetyp Void und übernehmen als Argument genau eines von dem Typ des Attributs. Und was sind die Vorteile, wenn wir solche Zugriffsfunktionen oder Zugriffsmethoden verwenden? Wie gesagt, wir haben ja die zweite Möglichkeit, auch direkt auf die Attribute mit dieser Punktnotation zuzugreifen. Achso, genau, das. Ich dachte, ich hätte noch was drauf hier. Genau. Das ist auch eine Frage, die, glaube ich, auch auf dem nächsten Aufgabenblatt noch mit draufkommt. Das heißt, können Sie sich dafür auch überlegen. Ah, Sie haben eine Antwort. Richtig, genau, das waren praktisch schon, ich hoffe, ich habe es richtig akustisch verstanden, praktisch schon zwei Argumente rausgehört. Einmal die Möglichkeit, dass man überprüfen kann, ob die Werte, die man eben setzt, ob die sinnvoll sind. Das ist ein wichtiger Grund, also wenn Sie einfach nur mit Punkt, also mit dieser Punktnotation auf Ihre Klasse zugreifen, können Sie praktisch beliebige Werte da reinschreiben, auch solche, die Sie vielleicht gar nicht beabsichtigt haben. Also wenn Sie sagen wir, irgendwo Geschwindigkeit von einem Auto oder sowas speichern wollen in einer Variable und jemand gibt 1 Million ein als Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, ist vielleicht nicht sinnvoll. Solche Werte, wenn Sie die ausschließen wollen, können Sie das eben in so einer Setter-Methode machen, indem Sie dann noch einen Test dazufügen, ob die Variable in einem sinnvollen Bereich ist. Also das ist die eine Sache, dass man eben Prüfungen durchführen kann. Und das andere, was Sie, glaube ich, auch gesagt hatten, ist, dass diese Dinge unter Umständen eine Berechnung verlangen. Ein anderes Beispiel wäre, dass man Abhängigkeiten hat zwischen Attributen, also dass Sie zwei Dinge, zwei Attribute haben, die abhängig voneinander sind, die Werte, also was ich Radius und Durchmesser zum Beispiel. Und wenn Sie Radius verändern müssen, sollte automatisch immer auch der Durchmesser verändert werden und andersrum. Das können Sie natürlich auch nicht erzwingen durch diese Punktnotation, aber mit solchen Setter- und Getter-Methoden. Deshalb ist es eigentlich auch sehr gebräuchlich, dass man in Java solche Setter- und Getter-Methoden schreibt. Das hat auch noch man kann das auch noch schützen in Java, dass man eben nur über diese Setter- und Getter-Methoden auf Attribute zugreifen kann und gar nicht mehr direkt mit der Punktnotation. Dazu kommen wir dann später noch in der Vorlesung. Also man kann die auch erzwingen, diese Art von Zugriff. Gut. Kommen wir noch zu einem anderen Begriff, dem Bezugsobjekt. Also wenn wir so eine Methode aufführen, bisher hatten wir immer nur sehr einfache oder die ganzen kleinen Beispiele, die wir hatten, so Flächenberechnung oder sowas, die haben sich nicht direkt auf ein Objekt bezogen. Und jetzt ist es so, dass, was eigentlich auch der Normalfall in der objektorientierten Programmierung ist, dass sich diese Methoden auf ein Objekt beziehen. Und eben dadurch auch die Möglichkeit haben, auf die Attribute von dem Objekt zuzugreifen und zu ändern zum Beispiel. Also, im Normalfall ist es so, dass die eine Methode vom Zustand des aktuellen Objekts abhängt und auch diesen Zustand verändern kann. Und deshalb muss man eben beim Aufruf der Methode irgendwie dieses Objekt, mit dem man arbeitet, muss mit angegeben werden. Und dieses Objekt, auf dem die Methode arbeitet, wird auch Bezugsobjekt genannt. Schauen wir uns auch an einem Beispiel an. Also nehmen wir an, wir schreiben in der Klasse Vektor2D eine neue Methode Shift, die einfach praktisch so einen Punkt, der eben durch so einen zweidimensionalen Vektor angegeben wird, um einen bestimmten x- und y-Wert verschiebt. Die Methode selber ist relativ einfach, also die zählt halt hier zu den aktuellen Koordinaten so einen Differenzbetrag x und y oder so ein Delta mit drauf. Und diese Shift-Methode, die arbeitet jetzt natürlich auf einem bestimmten Objekt. Also die nimmt ein Objekt, einen Punkt im zweidimensionalen Raum, verschiebt den und modifiziert ihn dadurch. Das heißt, wir müssen jetzt bei der Verwendung dieser Methode irgendwie das Bezugsobjekt angeben. Und das findet beim Aufruf der Methode statt. Also hier oben erzeugen wir erstmal so ein neues Objekt hier. Da sehen wir auch wieder unseren Konstruktor mit zwei Argumenten. Und jetzt wollen wir auf diesem neu erzeugten Objekt eben diese Methode hier ablaufen lassen. Und das wird auch wieder mit dieser Punktnotation gemacht. Das heißt, hier vorne schreiben Sie das Objekt hin, mit dem die Methode arbeiten soll, also P in dem Fall jetzt. Und mit dem Objekt P soll dann diese Shift-Methode, auf diesem Objekt soll diese Shift-Methode ausgeführt werden.
Okay, also das Bezugsobjekt hier ist jetzt dieses P. Und die Notation ist eben Bezugsobjekt, Punkt, Methodenname, Parameter. Also worauf die Methode arbeitet, wird hier in dem Bezugsobjekt, was vor dem Punkt steht, angegeben. Wenn man kein Bezugsobjekt angibt, dann wird automatisch this als Bezugsobjekt verwendet. Wenn man sagt, this steht immer zur Verfügung, zeigt das aktuelle Objekt an. Also this im Normalfall, aber genau, also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel innerhalb von dieser Methode, die ja auf einem bestimmten Bezugsobjekt arbeitet, nochmal eine andere Methode derselben Klasse wieder, also auch der Klasse Vektor 2D aufrufen, dann wäre hier, wenn Sie kein Bezugsobjekt angeben, eben automatisch dieses this hier das Bezugsobjekt und in dem, hier in dem Beispiel unten, also das P praktisch. Dann. Gut, dadurch wird es jetzt ein bisschen komplizierter, was so eine Methode jetzt eigentlich macht oder wie die abgearbeitet wird. Und deshalb wollen wir uns das nochmal Schritt für Schritt angucken, wie so eine Methode abgearbeitet wird oder was beim Aufruf einer Methode passiert. Und dazu schauen wir uns gerade das Beispiel an, was wir gerade hatten, also wieder die Klasse Vektor 2D mit der neu hinzugefügten Shift-Methode. Und wir schauen uns jetzt an, was passiert, wenn wir diese Anweisungssequenz hier durchführen. Also hier oben ein neues Objekt P angelegt und das ist uns das ist die Hauptsache, die uns interessiert. Was passiert bei dem Methodenaufruf P Shift minus 1,0, 5,0? Was sind die einzelnen Schritte, die dabei ablaufen? Also grob kann man sich vielleicht schon denken, aber schauen wir uns das mal genau an, was wir als erstes machen müssen oder was der Computer oder Ihr Programm für Sie macht, ist, dass das Bezugsobjekt ermittelt wird für diesen Aufruf. Also bei dem Aufruf p.shift, was ist das Bezugsobjekt? Das ist hier relativ einfach, weil da direkt ein p dran steht. Also p ist das Bezugsobjekt. Und um die passende Methode jetzt zu finden, die aufgerufen werden muss an dieser Stelle, müssen wir auch den Typ von diesem Bezugsobjekt noch herausfinden. Also welchen Typ hat p? Hat einen Typ Vektor 2D? Das heißt, wir wissen, dass diese Shift-Methode irgendwo in der Klasse Vektor 2D stehen muss, weil sie eben auf diesen Objekten arbeitet. Also die Vektor 2D-Klasse hat eine Shift-Methode, das passt schon mal ganz gut. Also erster Schritt Bezugsobjekt und dessen Typ ermitteln. Dann anhand des Typs können wir dann die Klasse ermitteln, in der die Methode aufgerufen werden soll und welche die Methode ist. Also anhand von P wissen wir, ist Typ Vektor 2D, also müssen wir eine Methode innerhalb der Klasse Vektor 2D aufrufen, die hat den Namen Shift, hier sehen wir da dahinter, also müssen wir hier in dieser Klasse diese Shift-Methode aufrufen. Gut, jetzt sehen wir auch in dieser Shift-Klasse, da wird auf irgendein Objekt wird hier gearbeitet. Und welches Objekt es ist, das müssen wir jetzt praktisch hier an diese Shift-Methode übergeben. Und es funktioniert so, dass man eben diesem This-Pointer dieses P übergibt, mit dem die Methode aufgerufen wurde. Oder das Bezugsobjekt, was wir hier hatten. Das Bezugsobjekt wird hier oben in der Methode entsprechend initialisiert. This gleich P. Also man kann sich das im Grunde genommen auch vorstellen wie so ein versteckter Parameter, als ob diese Shift-Methode hier noch einen Parameter hätte, der das Bezugsobjekt angibt und der halt den Namen this hat. Aber das ist was Java von Ihnen versteckt und das läuft praktisch im Hintergrund ab. Also hier das Bezugsobjekt wird ermittelt, das was hier vorm Punkt stand. Und alles, was jetzt eben hier mit this bezeichnet wird, greift dann eben auf dieses angegebene, auf dieses Bezugsobjekt P dann zu. Gut, dann haben wir also das bestimmt, dann brauchen wir noch die Parameter der Methode. Das ist so, dass wir jetzt eben diese aktuellen Parameter des Aufrufs, also hier das minus 1,0 und 5,0, dann hier oben einsetzen für die formalen Parameter, also das dx und dy, die bekommen jetzt die Werte wie im Aufruf zugewiesen, also dx den Wert minus 1,0, dy den Wert 5,0. Und damit haben wir eigentlich alle Informationen, die wir brauchen, um hier diesen Methodenrumpf abzuarbeiten. Also wir haben this über das Bezugsobjekt, wir haben die Parameter der x und y über die aktuellen Parameter hier unten gesetzt und können dann den Methodenrumpf abarbeiten.
Gut, das macht dann Ihr Computer mit dem Aufruf und danach bringt er wieder zurück nach der Abarbeitung und führt die Ausführung des Programms direkt hinter diesem Aufruf dann fort mit dem, was eben sonst noch an Programmcode an dieser Stelle steht. Okay, also so funktioniert ein Methodenaufruf. Sie sehen, das ist ein relativ kompliziertes Vorgehen, was da in einzelnen Schritten passieren muss, Bezugsobjekte berechnen oder rausfinden und Parameter berechnen. Und das Ganze hängt auch stark davon ab, eben vom Typ von diesen Variablen, dass der passt, oder von der Signatur der Methoden, die eben übereinstimmen müssen. Gut, es gibt jetzt noch spezielle Methoden, sogenannte statische Methoden, die unabhängig vom Zustand eines Objekts arbeiten. Da hatten wir vorher eigentlich auch schon Beispiele dazu gesehen, diese Konvertierung von Celsius nach Fahrenheit, die arbeitet ja nicht auf einem Objekt, sondern die arbeitet einfach nur auf den Eingabeparametern und berechnet daraus einen Rückgabewert. Und das sind sogenannte statische Methoden in Java oder auch in anderen Programmiersprachen. Statische Methoden unabhängig vom Zustand, das heißt, wir haben keinen Zugriff auf die Attribute irgendeines Objekts, auch nicht über Methodenaufrufe, und wir können auch das this nicht verwenden. Das sind dann eben statische Methoden. Und die werden auch, um sie Klassenmethoden genannt, um sie von den Objektmethoden abzugrenzen. Also Objektmethoden sind die normalen Methoden praktisch, die eben immer auf einem Bezugsobjekt arbeiten. Und diese statischen Methoden haben kein Bezugsobjekt, kein Objekt, auf dem sie arbeiten, und deshalb auch Klassenmethoden genannt. Schauen wir uns das an. Wenn wir hier so eine Klasse WeatherStation zum Beispiel hätten, die uns eben diese Konvertierungen machen soll hier, dann schreibt man in Java am besten dieses Schlüsselwort static davor hier, also static int, und zeigt damit an, dass diese Methode statisch ist und eine Klassenmethode, also nicht auf irgendwelche Attribute des Objektes zugreift. Solche statischen Methoden sieht die Deklaration fast gleich aus. Das Einzige ist, dass man eben das Schlüsselwort static davor schreibt und damit anzeigt, es handelt sich eben um so eine statische Klassenmethode, die kein Bezugsobjekt hat und benötigt. Und der Aufruf, gut, da kann man sich jetzt überlegen, wie macht man den Aufruf? Im Normalfall hatten wir hier vorher Bezugsobjekt.Methodenname. Jetzt ist der Haken, wir haben kein Bezugsobjekt mehr. Also wie können wir dann angeben, wie diese Methode aufgerufen werden soll oder welche Methode wir genau meinen. Das funktioniert über den Klassennamen. Also um diese Methode aufzurufen, müsste man dann schreiben weatherstation.convertToFahrenheit und dann den Parameter übergeben. Also statt Bezugsobjekt jetzt dann hier der Klassenname für die statische Methode. Okay, stellen wir das nochmal gegenüber. Klassen gegenüber den Objektmethoden, also die Objektmethoden sind eigentlich das, was man im Normalfall verwendet. Objektmethoden, die verwendet Bezugsobjekt. Wenn kein explizites Bezugsobjekt angegeben ist, wird this verwendet. Als Beispiel hier diese Shift-Methode, die eben auf einem Objekt P vom Typvektor 2D arbeitet. Klassenmethoden verwenden Bezugsklasse, haben das Schlüsselwort static, um anzuzeigen, dass es sich um eine Klassenmethode handelt, erlauben keinen Zugriff auf die Attribute. Die this-Referenz kann auch nicht verwendet werden, weil es eben kein Bezugsobjekt gibt, der durch das this dargestellt sein könnte. Und Beispiel wäre hier dieses WeatherStation Convert to Fahrenheit, wo Sie nochmal sehen, dass hier vorne dann eben der Klassenname angegeben wird statt dem Bezugsobjekt. Generell ist es so, dass man mit Klassenmethoden eher sparsam umgehen sollte. Das verhindert sonst leicht, dass man keine gute Kapselung von den Daten hat, sondern zu so einem Programmierstil zurückfällt, wie er vor der objektorientierten Programmierung üblich war. Deshalb sollten Sie, der so ein bisschen auch zu Spaghetti-Code leicht führt, deshalb sollte man mit so Klassenmethoden möglichst sparsam umgehen. Also in so einem Fall, denke ich, ist es sinnvoll, wenn man Dinge hat, die wirklich eben kein Bezugsobjekt haben, aber im Zusammenhang mit statischen Variablen, die wir später noch sehen, kann man praktisch auch alles so ähnlich wie in eine große Klasse reinprogrammieren und diesen ganzen Strukturierungsmechanismus der objektenorientierten Programmierung außer Kraft setzen, und das sollte man eben nicht tun. Also sparsam und nur da, wo es wirklich sinnvoll ist, einsetzen. Gut. Es gibt auch lokale Variablen. Wozu brauchen wir die? Innerhalb von Methoden können Sie zusätzliche Variablen als Hilfsvariablen verwenden. Also als Hilfsspeicher für Zwischengrößen.
Die werden an einer speziellen Stelle im Hauptspeicher abgelegt, auf dem sogenannten Stack oder Stapel. Und die Variablen sind nur während der Abarbeitung der Methode gültig. Also wir könnten hier zum Beispiel bei dieser Flächenberechnung eines Kreises, können wir sagen, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen kompliziert, die Formel, die teilen wir lieber auf und speichern uns dieses Zwischenergebnis Radius Quadrat irgendwo ab. Dazu brauchen wir eine Hilfsvariable und die können wir einfach eben hier unten als lokale Variable verwenden. Von der Syntax her sieht es genauso aus, wie wenn Sie ein Attribut praktisch deklarieren würden. Es ist aber innerhalb einer Methode, das heißt auch wieder Typ Variable, entweder Strichpunkt direkt oder gleich eine Initialisierung, also eigentlich wie Attribute auch von der Syntax her, aber das ist eben eine Variable, die nur innerhalb der Methode gültig ist und hier verwendet werden kann und danach wieder ihre Gültigkeit verliert. Also Radius squared, lokale Variable, nur innerhalb von dieser Methode sichtbar und verwendbar. Jetzt gibt es einen kleinen Haken noch, einen Unterschied zu Attributen. Lokale Variablen, da muss man etwas aufpassen, deshalb auch das rote Achtung, werden nicht automatisch initialisiert. Das heißt, lokale Variablen bekommen nicht so einen Standardwert wie 0, sondern sie haben, oh, jetzt haben wir wieder Standbild. Wie auch immer das hier funktioniert. Das, mal gucken. Anschlüsse extern war vorher der Trick. Na, ich sage, bevor wir jetzt da nochmal lange Zeit dafür nehmen, wir schauen Sie einfach hier auf den Schirm. Ich hoffe, dass der noch eine Weile durchhält. Okay, also lokale Variablen werden nicht automatisch initialisiert. Das heißt, die bekommen nicht so einen Default-Wert wie Null oder Null für Referenzen zugewiesen und haben deshalb einen undefinierten Anfangswert. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzende Fehlerquelle. Und man sollte deshalb eben auch immer lokale Variablen am besten direkt initialisieren. Das heißt, so wie man es hier oben sieht, hier haben wir eine neue lokale Variable und die wird auch direkt initialisiert und auf den Wert gesetzt. Das ist sehr zu empfehlen. Okay, dann noch eine kleine Randbemerkung. Parameter sind im Grunde genommen auch wie lokale Variablen, also werden in Java wie lokale Variablen behandelt. Hier ein kleines Beispiel. Foo-Methode nimmt einen Parameter a, hier eine lokale Variable x. Und Sie sehen, hier wird dieses a, dieser Parameter, auch wieder zugewiesen. Das heißt, dieses A kann praktisch so ähnlich behandelt werden, als ob es eine lokale Variable hier wäre. Und Sie können den Parameter auch umschreiben und verändern. Der ist dann eben nur lokal hier innerhalb von dieser Methode. Also der wird nicht auf Dinge außerhalb dieser Methode Einfluss haben. Ist trotzdem kein guter Programmierstil. Die Parameter sollten im Normalfall praktisch als Konstanten behandelt werden, die man nicht innerhalb vom Programmrumpf oder Methodenrumpf modifiziert. Okay, dann noch eine Sache, die Sie auch beachten sollten, wenn Sie Methoden mit Objektreferenzen aufrufen, was passiert dann? Schauen wir uns mal das Beispiel hier rechts an. Hier haben wir eine Methode Funk, die ist relativ einfach, die nimmt einen Integer-Parameter und eine Methode Foo, die nimmt jetzt kein Integer-Parameter, sondern eine Objektreferenz und verändert dann eben hier in diesem Vektor die x-Koordinate irgendwie. Und schauen wir uns mal an, was passiert dann, wenn wir diese Funktionen aufrufen. Also hier haben wir jetzt eine Variable x7, die wir dieser Funktion Punkt übergeben. Die rechnet dann, macht hier irgendwas, aber danach ist dieses x immer noch 7, also das ist da unverändert. Weil eben genau dieses, wir übergeben zwar das x hier oben an diese Methode, das heißt, hier wird irgendwie dann dieses y stimmt, hat den Wert von dem x angenommen und wird verändert, aber es ist eben eine lokale Variable, die wir hier oben haben. Also das ist nicht dasselbe x wie hier unten, deshalb bleibt dieses x hier erhalten. Und das ist ein Gegensatz dazu, zu dem, was mit Objektreferenzen eben passiert, wenn wir hier so einen Vektor anlegen und dann diese Methode foo aufrufen, die ja hier irgendwie was umsetzt. Dann ist es eben so, dass diese Änderung nicht nur innerhalb von der Methode
sichtbar ist und danach wieder verschwindet, sondern sie ist danach auch noch sichtbar. Also hier ist danach dann auch dieses PX wirklich umgesetzt. In den meisten Fällen ist das genau das, was man sich wünscht, aber man sollte es trotzdem eben im Kopf behalten, dass hier eben dadurch, dass hier Referenzen übergeben werden, also was dieses P, was hier oben übergeben wird an die Funktion, was innerhalb der Methode sowas wie eine lokale Variable ist, ist eben nur diese Referenz, also dieser Zeiger auf die Objektidentität. Und dieser Zeiger ist dann hier lokal und hat keine Rückwirkungen auf das Hauptprogramm, aber die Objektidentität selber kann verändert werden. Okay, also das können Sie sich vielleicht auch nochmal genauer anschauen danach. Nochmal kurz zur Unterscheidung zwischen lokale Variablen und Attribut. Was sind so die Unterschiede? Deklariert werden lokale Variablen innerhalb von Methoden, Attribute außerhalb von Methoden. Lokale Variablen leben nur während eines Methodenaufrufs. Die Attributvariablen, die behalten ihren Wert, solange das Objekt lebt. Zugänglichkeit lokaler Variablen nur innerhalb der Methode. Attribute können in allen Methoden einer Klasse verwendet werden. Lokale Variablen dienen als Zwischenspeicher und Attribute dienen dazu, den Zustand des Objekts zu speichern. Gut, jetzt gibt es noch eine Besonderheit bei den Variablen. Wir haben gesehen, es gibt Methoden, die kein Bezugsobjekt haben, also diese gibt es Klassenmethoden, und analog dazu gibt es auch für Variablen, also es gibt auch Klassenvariablen. Und auch das wird wieder durch das Schlüsselwort static angezeigt, und statische Attribute, die haben eben auch gehören zur Klasse, nicht zum Objekt, das ist jetzt praktisch der Hauptunterschied, werden nur einmal für sämtliche Objekte einer Klasse angelegt und nicht für jedes Objekt neu, wie eben wie es für die Attribute der Fall ist, sind auch während der gesamten Laufzeit des Programms verwendbar, also unabhängig von der Lebenszeit eines Objekts. Und das sind so ein paar Dinge, was Sie machen sollten damit, also immer gleich initialisieren, weil sonst eben auch wieder komische Effekte auftreten können, und auch diese Dinge, ähnlich wie die Klassenmethoden, sparsam verwenden. Hier haben wir ein kleines Beispiel, eine Klasse Ball, zum Beispiel für die Billardbälle, die wir schon gesehen hatten. Und da wollen wir zum Beispiel irgendwo und speichern, wie viele Objekte, also wie viele Bälle von dieser Klasse vorhanden sind. Und diese Information, die können wir ja nicht innerhalb von einem Objekt speichern, weil das Objekt nur eben Wissen über sich selber hat. Deshalb haben wir hier so eine Klassenvariable. Und diese Klassenvariable, die speichert eben die Anzahl der Objekte praktisch, die von dieser Klasse angelegt sind. Hier im Konstruktor wird dann eben diese Variable 1 hochgezählt, und Sie können dann danach, also wenn Sie zum Beispiel zwei solche Ballobjekte anlegen, können Sie mit ball.numberballs auf diese Variable zugreifen, also auch wieder mit Klassenname.Zugriffsmöglichkeit, und das dann entsprechend auslesen, die Variable, die eben nur einmal in der gesamten Klasse vorhanden ist. Man kann auch sowas machen, mit Objekt drauf zugreifen, Objektreferenz ist aber nicht empfohlen. Gut, es gibt auch die Möglichkeit, Methoden zu überladen. Also das Überladen ist hier der Fachbegriff dafür. Das bedeutet einfach nur, dass Sie mehrere Methoden mit selben Namen haben können, die sich anhand von der Parameterliste unterscheiden. Also in der Signatur, das war ja Name plus Typen, in der Signatur unterscheiden sie sich. Der Name der Methode, Rotate hier, ist gleich. Das nennt sich dann Überladen von Methoden. Und Sie können auch Konstruktoren überladen. Was nicht möglich ist, ist, dass Sie mit zwei Methoden haben, die gleiche Parameterliste, aber unterschiedlichen Rückgabetyp haben. Also wenn Sie sich nur im Rückgabetyp unterscheiden, dann dürfen Sie nicht denselben Namen haben. Okay, die Methode Main, die kennen Sie schon, das springe ich jetzt mal kurz vor. Auch die Ein-Ausgabe hatten Sie schon gesehen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen an Sie. So kleine Quizfragen. Also die erste hier, Sie sehen da rechts ein kleines Programm, und da tauchen eine ganze Reihe von Variablen auf drin. Und jetzt würde ich Sie bitten, sich mal kurz zu überlegen, welche der Variablen sind Attribute, welche sind Parameter, welche lokale Variablen und welche Klassenvariablen. Also es gibt vier Möglichkeiten, was wir für jede Variable angeben können.
Und dann gibt es noch die Zusatzfrage, ob da irgendwelche Fehler im Programm sind. Aber schauen wir erstmal uns an, welche Art von Variable es sich dabei handelt. Was wäre dieses Dog hier? Was für eine Variable? Attribut, genau. Also ist nicht innerhalb von einer Methode, also Attribut. Was ist dieses Static Int House? Klassenvariable, genau, wird durch dieses Static hier angezeigt. Was ist X und Y? Nehmen wir die gleich zusammen. Jemand anders noch da? Ja. Parameter, genau. Dann, was ist hier Cat und X? Lokale Variable, genau. Dann dieses Static Boolean Finished. Ja, das ist jetzt schwierig, genau, wenn es einerseits lokal, andererseits steht dieses Static hier davor. Das ist ein Programmfehler, also man darf das nicht verwenden. Also man kann innerhalb von einer Methode das Schlüsselwort Static für Variable nicht verwenden, also das ist unzulässig. Das sieht halb nach Klassenvariable, halb nach lokaler Variable aus, aber das geht nicht. Genau, dann, was ist das hier unten? Maus? Ja, noch. Ja. Auch wieder ein Attribut, genau. Also es muss nicht unbedingt immer oben stehen, das kann auch mal hier unten vorkommen. Gut, Programmfehler hatten wir schon gesehen. Hatten wir einmal diese Sache hier mit dem Finish, dass Static nicht geht innerhalb von einer Methode. Hier haben wir noch das Problem mit X, dass das zweimal auftaucht, das wäre auch noch ein Programmfehler. Das kann nicht gleichzeitig Parameter und lokale Variable sein. Okay, dann ganz schnell noch 2 Minuten oder so haben wir noch. Wieder ein Programm hier rechts und da sollen Sie jetzt Typinferenz betreiben. Also das ist was, was der Compiler im Normalfall auch macht oder was ein wichtiges Thema auch in der Programmierung ist, in Programmiersprachen. Also Sie haben hier verschiedene Methoden, foo, bar, bum, batz und Sie sollen über diese Methoden möglichst viel rausfinden, was der Typ dieser Methoden oder die Signatur sein könnte. Und ich habe das jetzt mal hier so als Lückentext gemacht, also zum Beispiel foo gehört zur Klasse irgendwas und hat die Signatur, Rückgabewert, die Parameter, das sehen wir hier direkt schon, foo hat keine Parameter, also habe ich das gleich leer gelassen, aber was ist der Rückgabetyp von foo? Und das können wir hier so strittweise bestimmen für die einzelnen Methoden, auch wenn die gar nicht dran stehen. Also wenn man einfach annimmt, das Programm ist typkorrekt und kompiliert so mit irgendwelchen Zusätzen, was kann man dann aussagen über diese 4 Funktionen. Fangen wir vielleicht mal an mit der Methode foo. Also foo gehört zur Klasse. Ja, was sagen Sie? Genau, vielleicht mal jemand, Sie waren schon dran, genau. Jemand Neues noch? Ja. Gehört zur Klasse? Foo sagen Sie? U? Ja, aber U als Klasse gibt es hier irgendwie gar nicht. Genau, also was ist ein U für ein oder für welchen Typ ist U? Ja. Unknown, genau. Also foo gehört, diese Methode wird auf diesem Bezugsobjekt U aufgerufen. U hat den Typ Unknown, also Klasse Unknown. Also foo gehört zur Klasse Unknown. Und hat die Signatur. Also Signatur benötigen wir hier nur noch den Rückgabetyp. Was ist der Rückgabetyp von foo? Ja, hier oben. Ja, jetzt rufen Sie wieder. Foo hat den Typ Boolean, sagen Sie, genau. Und wie kommen Sie drauf? Sagen Sie es nochmal. Wenn B den Typ Boolean hat, richtig, genau. Aber die Frage ist eben, was macht das Bar? Also hier wird der Reihe nach, ich habe Foo und Bar aufgerufen. Also so ganz klar ist das, finde ich, hier noch nicht. Das kann man noch nicht unbedingt sagen, weil der Wert, der hier dieses B zugewiesen wird, ist ja erst dann der Aufruf des von Bar. Also woran man sehen kann, oder hat jemand noch eine Idee? Ja? Typ? Wieder Unknown und warum? Komm gerade mal ein bisschen näher, dann höre ich sie besser. Richtig, genau wegen dem foo.foo drunter. Also wir wissen, dieses foo gehört zur Klasse Unknown, das heißt, das Bezugsobjekt hier, das U, muss Unknown sein und hier wird foo nochmal auf diesem Ding hier vorne aufgerufen, also auf dem Rückgabewert von foo.
Und damit wir das Foo darauf wieder aufrufen können, muss eben Foo auch einen Rückgabewert vom Typ Unknown haben. Okay, und so geht's weiter. Also ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Das können Sie sich zu Hause noch anschauen oder in Ihrer Übungsgruppe. Und bis nächstes Mal dann.